Um vernünftig mit Winkel und Kreis arbeiten zu können, sollte man schon die folgenden Grundkenntnisse beherrschen. Wir starten mit einer Einleitungsaufgabe. Das kegelförmige Dach der Eineburg aus Hergenrath muss renoviert werden. Mit welchem Flächeninhalt ist annähernd zu rechnen? Gemeint ist dieses spitze Dach hier. Das ist zwar nicht genau ein Kegel, aber es kann dort durch einen Kegel modelliert werden. Ein Kegel ist eine 3D-Figur, die man erhält, indem man alle Punkte einer Kreislinie mit einem Punkt verbindet, der nicht zur Ebene dieses Kreises gehört. Und was ist ein Kreis? Ein Kreis ist die Menge aller Punkte in einer Ebene, die gleich weit von einem festen Punkt entfernt sind. Dieser feste Punkt heißt Zentrum des Kreises und die angegebene Distanz heißt Radius des Kreises. Wir wollen jetzt den Umfang sowie auch den Flächeninhalt eines Kreises bestimmen. Legen wir los mit dem Umfang. Dazu brauchen wir einen Durchmesser. Das hier ist ein Durchmesser mit Länge d. Den setzen wir kurz beiseite und biegen ihn zu einem Kreisbogen mit demselben Radius wie diesen Kreis. So. Übrigens, das Ganze ist maßstabgerecht gezeichnet, denn hier kann ich per Schieberegler den Radius einstellen und wir können beobachten, wie die Größe dieser Kreise sich verändert, natürlich auch die Länge von dem Durchmesser und dann selbstverständlich auch diese Länge von diesem Bogen. Stellen wir das wieder zurück. Dieser Kreisbogen hier, der passt genau auf dieser Kreislinie drauf. So. Da ist aber noch viel Platz. Also nehmen wir einen zweiten Kreisbogen und platzieren den ebenfalls auf dieser Kreislinie im Anschluss zum ersten gebogenen Durchmesser. Jetzt bleibt immer noch Platz. Dann nehmen wir einen dritten Durchmesser, biegen ihn wieder und setzen den auf diese Kreislinie im Anschluss am zweiten Durchmesser. Also so. Jetzt stellen wir fest, dass da noch ein bisschen Platz ist. Auf dieser Kreislinie passen also 1, 2, 3 Durchmesser und dann bleibt noch etwas Platz. Woraus wir schließen dürfen, dass der Umfang des Kreises 3, ein bisschen mal dieser Durchmesser ist. Halten wir das schon mal fest. Der Umfang des Kreises, das ist 3, ein bisschen mal Durchmesser. Diese Zahl 3, ein bisschen ist mit Pi bezeichnet worden und der etwas genauere Wert ist dieser da. Hinter dem Komma hört das aber nie auf. Die Mathematiker haben sogar bewiesen, dass diese Zahl Pi irrational ist. Was bedeutet, man kann sie nicht in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben. Der Kreisumfang ist also Pi mal Durchmesser. Und der Durchmesser, das ist das Doppelte vom Radius. Also ist der Kreisumfang Pi mal das Doppelte vom Radius. Das schreibt man noch etwas anders. Man setzt die 2 nach vorne. Der Kreisumfang ist also gleich zu 2 mal Pi mal Radius des Kreises. Halten wir diese Formel hier sofort fest. Der Umfang des Kreises ist gleich zu 2 Pi r. Diese Zahl Pi ist also das Verhältnis zwischen Kreisumfang und Kreisdurchmesser. So ist diese Zahl Pi definiert. Archimedes von Syrakus hatte damals zu seiner Zeit, mit der Zahl Pi gearbeitet. In dieser Darstellung hier sieht man, dass Archimedes einen Zirkel in der Hand hält. Und zu seiner Zeit hatte er schon bestimmen können, dass Pi ungefähr 3,14 sein muss. Übrigens, man hat den griechischen Buchstaben Pi zur Bezeichnung dieser Kreiszahl gewählt, weil Pi der erste Buchstabe vom griechischen Wort Perimetros ist. Perimetros bedeutet Umfang. Eine kurze Bemerkung zur Benennung der damaligen Wissenschaftler. Der Mann hieß Archimedes, geboren
ist er in Syrakus. Das ist ein Ort auf Sizilien. Er ist dann später nach Griechenland gezogen, um dort als Wissenschaftler zu arbeiten. Die damaligen Wissenschaftler wurden also benannt durch ihren Namen und ihren Herkunftsort. Befassen wir uns jetzt mit dem Flächeninhalt eines Kreises. Dazu machen wir wieder ein ähnliches Puzzle, aber mit Flächen. Wir konstruieren zuerst ein Quadrat mit Seite, Radius dieses Kreises. Übrigens auch dieses Quadrat ändert mit dem Schieberegler. Okay, dieses Quadrat passt zumindest einmal in diese Kreisfläche hinein. Ordnen wir das ein bisschen. Wir setzen zuerst diesen Viertelkreis an diese Stelle und die Ecke, die hier übrig bleibt, die drehen wir zuerst einmal um diesen Punkt T und jetzt setzen wir die genau an diese Stelle. Diese rote Fläche, die jetzt auf der Kreisscheibe liegt, die hat als Inhalt R². Da ist aber noch Platz. Dann nehmen wir noch so ein Quadrat, platzieren wieder diesen Viertelkreis auf die Kreisscheibe und diese Ecke hier, die wird jetzt zerschnitten in kleine Stücke und diese kleinen Stückchen legen wir dann hier hinein. Offensichtlich passt das alles da hinein. So, jetzt ist immer noch Platz. Dann nehmen wir noch so ein Quadrat, setzen diesen Viertelkreis an diese Stelle und diese Ecke wird wieder mit der Schere in kleine Stückchen zerschnitten und diese kleinen Stückchen, die passen alle noch hier hinein, neben den blauen, so, und dann bleibt immer noch ein bisschen Platz. Daraus können wir also schließen, dass der Flächeninhalt von dieser Kreisscheibe hier 3 mal R² ist, plus ein bisschen. Dann sagen wir, es ist 3, ein bisschen mal R². Und seltsamerweise ist diese Zahl 3, ein bisschen genau diese Zahl Pi, die doch definiert wurde als Verhältnis zwischen Kreisumfang und Kreisdurchmesser. Erst im Abiturjahr werden wir anhand von Integralrechnungen beweisen können, dass diese Zahl Pi genau dieselbe ist wie diese Zahl da. Diese zwei Puzzle helfen, diese zwei Formeln wiederzufinden, wenn man sie vergessen hat. Übrigens, ein Radius ist eine Länge. Die wird zum Beispiel in Zentimeter ausgedrückt. 2π hat keine Dimension, wird in keiner Einheit ausgedrückt. 6,28 mal Zentimeter, das macht Zentimeter. 2πr drückt man also in Zentimeter aus und der Umfang eines Kreises, das ist eine Länge. Auch die drückt man in Zentimeter aus. Wogegen der Flächeninhalt, der wird zum Beispiel in Quadratzentimeter ausgedrückt. R ist eine Länge, drückt man zum Beispiel in Zentimeter aus. Im Quadrat, das macht Quadratzentimeter. Pi hat keine Einheit, also macht das 3,14 mal Quadratzentimeter. Das sind Quadratzentimeter. Und ein Flächeninhalt wird ausgedrückt in Quadratzentimeter. So kann man diese zwei Formeln anhand der Dimension gut unterscheiden. Wenn ein Kreis in einem Bezugssystem angegeben wird, anhand der Koordinate von seinem Zentrum und anhand von seinem Radius, dann ist es sehr einfach, die kartesische Gleichung dieser Kreislinie zu bestimmen. Dazu wählen wir einen beliebigen Punkt P auf dem Kreis und nennen seine Koordinate allgemein x, y. Wir zeichnen jetzt die Abszissen und die Ordinaten von den Punkten C und P. So, die Abszisse von C ist C1, die Ordinate von C ist C2. Die Abszisse von P, das ist die Zahl x, und die Ordinate von P, das ist diese Zahl y. Jetzt konstruieren wir noch dieses blaue rechtwinklige Dreieck, indem wir den Satz des Pythagoras anwenden. Der Satz des Pythagoras besagt,
Die eine Kathete im Quadrat plus die andere Kathete im Quadrat ergibt die Hypotenuse im Quadrat. Die Länge dieser Kathete ist auch hier abzulesen. Und diese Zahl, das ist die Zahl x minus die Zahl c1. Diese Kathete hier misst also x minus c1 und die nehmen wir dann im Quadrat. Aus demselben Grund misst diese Kathete hier y minus c2. Auch diese Kathete nehmen wir im Quadrat und wir addieren diese zwei Quadrate. Jetzt noch die Hypotenuse. Die Hypotenuse von dem blauen Dreieck, das ist der Radius des Kreises. Diesen Radius nehmen wir im Quadrat. Wir wenden also einfach den Satz des Pythagoras in diesem blauen rechtwinkligen Dreieck an und erhalten so die kartesische Gleichung des Kreises. Das bedeutet, wenn ein Punkt P auf der Kreislinie liegt, dann muss seine Koordinate xy diese Gleichung erfüllen. Auch andersrum, wenn eine Koordinate xy diese Gleichung erfüllt, dann muss der entsprechende Punkt sich auf dieser Kreislinie befinden. Nochmal zur Benennung der damaligen Wissenschaftler. Der Mann hieß Pythagoras und stammte aus Samos. Samos ist ein Ort auf einer griechischen Insel, die sich in der Nähe von der Westküste der heutigen Türkei befindet. Jetzt beschäftigen wir uns mit Winkel. Beginnen wir sofort mit der Definition eines Winkels. Zwei Halbgeraden OA und OB mit demselben Ursprung O bilden diesen Winkel Alpha. Diesen Winkel Alpha kann man auch so bezeichnen mit den drei Buchstaben A, O, B und ein kleines spitzes Dach oben drüber. In dieser Schreibweise muss man nur darauf achten, dass der mittlere Buchstabe die Winkelspitze bezeichnet. Falls diese Winkelspitze mit dem Zentrum eines Kreises übereinstimmt, sagt man, dieser Winkel Alpha sei ein Zentriwinkel. Man sagt auch, dass dieser Zentriwinkel Alpha diesen roten Kreisbogen hier einschließt. Dieser Winkel Alpha ist sehr klein. Dieser Winkel Alpha ist schon größer. Und dieser Winkel Alpha ist noch viel größer. In welcher Einheit drückt man denn die Öffnung eines Winkels aus? Dazu gibt es drei Einheiten. Die erste heißt Grad und wird bezeichnet mit Deck oder Groß D. Das Deck steht für das englische Wort Degree, das Grad heißt. Ein Grad ist die Öffnung des Zentriwinkels, der ein 360stel der Kreislinie einschließt. Was also bedeutet, der volle Winkel, das sind 360 Grad. Und ein Grad ist der 360stel Teil vom vollen Winkel. Ein Grad ist also wirklich ein ganz, ganz kleiner Winkel. Aus dieser Definition können wir auch sofort schließen, dass der rechte Winkel 90 Grad betragen muss. Das ist ja ein Viertel vom vollen Winkel. Und ein Viertel von 360, das macht 90. Ein Grad ist wirklich ein ganz kleiner Winkel. Und trotzdem wird dieser winzige Winkel noch unterteilt in 60 Winkelminuten. Und jede Winkelminute wird nochmal unterteilt in 60 Winkelsekunden. Diese Aufteilung ist insbesondere in der Astronomie sehr wichtig. Wir kennen diese Aufteilung schon von der Uhr. Eine Stunde ist unterteilt in 60 Minuten und jede Minute ist nochmal unterteilt in 60 Sekunden. Diese Aufteilung stammt von den Babyloniern. Die haben damals in Mesopotamien gelebt. Das Wort Mesopotamien bedeutet Land zwischen zwei Flüssen. Es sind die Flüsse Euphrat und Tigris. Das Land war damals
dermaßen fruchtbar, dass die Menschen sich mit anderen Sachen beschäftigen konnten, als nur mit Nahrung besorgen. Und so entstanden die ersten wissenschaftlichen Überlegungen. Mesopotamien ist eigentlich die Wiege unserer Wissenschaften. Der Taschenrechner kennt auch diese Aufteilung von einem Grad in 60 Winkelminuten und von einer Winkelminute in 60 Winkelsekunden. Schauen wir auf den Taschenrechner. Hier befindet sich die Taste Grad, Winkelminuten und Winkelsekunde. Möchte man so einen Winkel eingeben, geht man wie folgt vor. Sagen wir mal 56 Grad. 56 habe ich eingegeben und jetzt tippe ich auf diese Taste. Tipp. Dann erscheint daneben der 56 als Exponent ein kleines Quadrätchen. Jetzt möchte ich zum Beispiel noch 32 Winkelminuten eingeben. Man gibt die 32 ein und nochmal tippt man auf diese Taste. Tipp. Und dann zum Beispiel noch 45 Sekunden. Tipp. Es ist nur schade, hier oben steht dann jeweils als Exponent ein Quadrätchen. Das sieht so aus, als mache der Taschenrechner keinen Unterschied zwischen Grad, Winkelminuten und Winkelsekunden. Er macht sie aber doch, denn wenn man jetzt auf die Enter-Taste drückt, dann steht der Winkel richtig da, so wie wir ihn eingegeben haben. Wir machen hier ein bisschen Platz für gleich, so. Kommen wir jetzt zur nächsten Winkeleinheit, ein Radiant, gekennzeichnet mit RAD Großbuchstaben oder RAD Kleinbuchstaben oder ein großes R. Ein Radiant, das ist die Öffnung des Zentriwinkels, der einen Kreisbogen mit Länge R einschließt, wenn R der Radius des Kreises ist. Das hier ist also ein Radiant, denn das ist ein Zentriwinkel, der den Kreisbogen einschließt, der genau dieselbe Länge hat wie der Radius. Das ist hier so eingestellt. Wenn wir jetzt die Bogenlänge auf 2-mal Radius einstellen, ich versuche das mal hier hinzukriegen, so, also dieser Bogen misst jetzt 2-mal Radius. Und wenn wir dann diese Bogenlänge 2r durch den Radius r teilen, dann bleibt die 2 übrig. Dann schauen wir noch bei 3. Ich versuche das mal so einzustellen auf 3. So, wenn wir diese Bogenlänge 3 mal r durch den Radius teilen, dann bleibt diese 3 übrig. Aus dieser Definition dürfen wir also schließen, dass ein Zentriwinkel in Radiant ausgedrückt nichts anderes ist als die eingeschlossene Bogenlänge geteilt durch den entsprechenden Kreisradius. Alpha in Radiant ausgedrückt ist also die Bogenlänge geteilt durch den Radius. Dann stellen wir diesen Bogen jetzt mal auf Halbkreis. Ich versuche das wieder hinzukriegen hier. So, hat geklappt. Diese Bogenlänge hier, das ist die Länge von einem Halbkreis. Also diese Länge, das ist die Hälfte vom Umfang des Kreises. Der Kreisumfang, das ist 2πr. Und die Hälfte davon, das ist πr. Also dieser Bogen hat eine Länge πr. Und wenn man diese Länge πr durch den Radius r teilt, dann bleibt das Pi übrig. Woraus wir also schließen können, dass der Winkel 180 Grad Pi Radiant entspricht. Übrigens, wenn man nichts hinter dem Winkel schreibt, wenn da keine Einheit steht, dann sind automatisch Radiant gemeint. Wir halten fest, 180 Grad entspricht Pi Radiant. Kommen wir noch zu einer dritten Winkeleinheit, das Neugrad, bezeichnet mit diesen Großbuchstaben Grad, Vorsicht, nicht verwechseln mit unserem Grad, oder mit den drei Großbuchstaben G-O-N, da
Das steht für das griechische Wort gono, was Winkel bedeutet, oder ein großes G. Ein Neugrad, das ist die Öffnung des Zentriwinkels, der dieses Mal nicht ein 360stel, sondern ein 400stel der Kreislinie einschließt. Was also bedeutet, der volle Winkel beträgt 400 Neugrad. Und daraus schließen wir sofort, dass der rechte Winkel 100 Neugrad misst. Diese Einheit wird aber in Zentraleuropa nicht gebraucht. Wir werden mit diesen zwei Winkeleinheiten hier arbeiten. Der Taschenrechner kennt alle drei Winkeleinheiten. Wir gehen mal schauen, wo die zu finden sind. Auf dem Display hier steht da oben ein R, was bedeutet, der Taschenrechner ist im Moment auf Radiant eingestellt. Gehen wir mal schauen, wo man das ändern kann. Das befindet sich hier im Setup. Also brauchen wir für das gelbe Setup die gelbe Shift-Taste. Tipp, Tipp. Shift und Menü wurde angetippt. Jetzt haben wir hier eine Auswahl und wählen natürlich die 2 für Winkeleinheit. Tipp 2. Und hier erscheinen sie auch, die 3 Winkeleinheiten. Möchten wir den Taschenrechner zum Beispiel auf Grad stellen, D, dann wählen wir die 1. Bei Bogenmaß, R für Radiant, wählen wir die 2. Bei Neugrad wählt man die 3, die wir aber nicht benutzen. Stellen wir den Taschenrechner zum Beispiel auf gewöhnliche Grade. Dazu wählen wir die 1, so, und im Display erscheint jetzt sofort dieses D. Das bedeutet, der Taschenrechner ist jetzt auf Grad eingestellt. Wieder machen wir ein bisschen Platz für gleich und schauen jetzt, wie man Grad in Radiant umwandelt oder auch andersrum. Dazu starten wir mit dem gestreckten Winkel 180 Grad, denn wir wissen, dass 180 Grad Pi Radiant entspricht. Das behalten wir als Brücke von einer Einheit zur anderen. 180 Grad entspricht Pi Radiant. Wenn man in einem Kreis mehrere Winkel einzeichnen möchte, dann lässt man zur besseren Übersicht den Winkel selbst fallen und erkennt den Winkel an diesem Winkelschenkel und an diesem Kreispunkt. Das geht natürlich nur unter dem Abkommen, dass man, um Winkel einzuzeichnen, immer an diesem Punkt hier startet und sie dann einzeichnet im positiven Drehsinn, das heißt den Uhrzeigern entgegengesetzt, oder im negativen Drehsinn, das ist der Drehsinn der Uhrzeiger. Okay, machen wir weiter mit 90 Grad. So, wir starten also hier. 90 Grad ist positiv, also drehen wir im positiven Sinn. Das sind 90 Grad. 90 Grad, das ist die Hälfte von 180. Also muss 90 Grad die Hälfte von Pi Radiant sein. Das heißt, Pi halbe. Ist dort eingetragen, da auch. Also lassen wir den Winkel selbst jetzt wieder fallen. Schauen wir bei 45 Grad. 45 Grad, das ist die Hälfte von 90 Grad. Also die Hälfte von Pi halbe, das heißt Pi Viertel, ist da und da eingetragen. Also lassen wir den Winkel selbst jetzt wieder fallen. 30 Grad. 30 Grad, das ist ein Drittel von 90 Grad. Also ein Drittel von Pi halbe macht Pi Sechstel. Man kann auch sagen, 30 Grad, das ist ein Sechstel von 180 Grad. So kommt man auch auf Pi Sechstel. Ist eingetragen, da auch, also lassen wir den Winkel selbst wieder verschwinden. 60 Grad. 60 Grad, das ist ein Drittel von 180 Grad. Also in Radiant ausgedrückt Pi Drittel. Wir schreiben es hin und lassen den Winkel selbst wieder fallen. Jetzt kommen wir zu 360 Grad, der volle Winkel. 360 Grad ist das Doppelte von 180 Grad. In Radiant ausgedrückt, also das Doppelte von Pi, 2 Pi, ist eingetragen, da auch,
dann lassen wir den Winkel wieder fallen. 0 Grad entspricht selbstverständlich 0 Radians, weil die Bogenlänge bei 0 Grad ja 0 ist. So haben wir schöne Übergänge von Grad nach Radiant oder auch umgekehrt. Bei allen anderen Winkeln gebrauchen wir entweder den Dreisatz oder den Taschenrechner. Machen wir eine solche Umwandlung mit Dreisatz. Wir suchen zum Beispiel 2 Radiant macht wie viel Grad. Das, was wir kennen, nennen wir Input. Das, was wir suchen, nennen wir Output. Wir kennen den Winkel in Radiant. Diese Einheit ist hier zwischen Klammern gesetzt. Das bedeutet, wenn sie nicht da steht, dann sind das automatisch Radiant. Wir kennen 2 Radiant und suchen, wie viel Grad das ist. Deshalb setzen wir diese Brücke in diese Reihenfolge. Die Inputs sind also in Radiant ausgedrückt und die Outputs, das was wir suchen, sind in Grad ausgedrückt. Um von Pi Radiant nach 2 Radiant zu gelangen, gehen wir über die Einheit 1 Radiant. Dazu müssen wir von da nach da durch Pi teilen. Dreisatzgemäß also auch an der anderen Seite. Ist gemacht. Um jetzt von 1 Radiant zu 2 Radiant zu gelangen, müssen wir hier mit 2 multiplizieren, also auch an der anderen Seite. Und so finden wir, dass 2 Radiant ungefähr 114,60 Grad entspricht. Jetzt schauen wir, wie man das mit Taschenrechner macht. Und das anhand von diesen 3 Beispielen. Die Inputs, das sind die Winkel mit ihren Einheiten, so wie wir sie in den Taschenrechner eingeben werden. Die Outputs, das sind die Winkel mit ihren Einheiten, die der Taschenrechner berechnen wird. Kommen wir jetzt zur ersten Umwandlung per TR. Ein Radian sind wie viel Grad? Die Output-Einheit ist Grad. Auf diese Output-Einheit müssen wir den Taschenrechner zuerst einmal einstellen. Der ist schon auf Grad eingestellt. Falls er es nicht ist, dann nutzt man die Shift-Taste mit der Menü-Taste, um hier die Winkeleinheiten auszuwählen und dann die richtige Einheit. Wir brauchen im Moment 1 für Grad. Jetzt geben wir ein Radiant ein. 1 ist eingegeben, aber der Taschenrechner steht auf Grad. Also müssen wir ihm irgendwie mitteilen, dass das ein Radiant ist. Das macht man hier durch die Optionstaste, Tipp. Da wählt man dann die zweite Kategorie für Winkeleinheit, 2. Und jetzt erscheinen hier die 3 Einheiten Grad, Radiant und Neugrad. Unsere eingegebene 1, das sind Radiant. Also wählen wir die 2, Tipp. Und jetzt steht im Display, dass das 1 Radiant ist. Und da oben steht, dass der Taschenrechner es jetzt sofort in Grad umwandeln wird. Das erreichen wir durch die Enter-Taste. 1 Radiant entspricht also 57,29577 und so weiter Grad. Diesen Wert können wir hier jetzt sofort eintragen, das tun wir auch, ist gemacht. Übrigens hätte man diesen Dezimalwinkel gerne in Grad, Winkelminute und Winkelsekunden, auch das kann man dem Taschenrechner fragen. Dazu tippt man einfach wieder auf diese Winkeltaste hier, Tipp, und schon steht der Winkel in den gewünschten Einheiten da. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Platz. So, fürs zweite Beispiel. Die Output-Einheit ist Rad. Also müssen wir zuerst den Taschenrechner auf diese Output-Einheit Rad einstellen. Im Moment steht er auf D. Also Shift, Menü für Setup, Winkeleinheit 2, und wir wählen die 2 für das Bogenmaß R. Jetzt steht der Taschenrechner auf Radiant. Wir geben diesen Winkel ein. 45 Grad, 20 Winkelminuten und 36 Winkelsekunden.
Durch die Enter-Taste steht das jetzt genau so da, wie hier angegeben. Wir müssen dem Taschenrechner aber sagen, dass das gerade sind, denn er ist im Moment auf Radiant eingestellt, was ja auch soll, wegen der Output-Einheit. Um ihm mitzuteilen, dass das gerade sind, tippen wir wieder auf die Optionstaste, 2 für Winkeleinheit und dann 1 für Grad. So. Die eben gefundene Antwort ist also in Grad ausgedrückt. Das ANS steht für das englische Wort Answer, was Antwort bedeutet. Der Winkel von eben ist also jetzt in Grad ausgedrückt und durch die Enter-Taste wird der Taschenrechner diesen Winkel in Radiant ausdrücken. Enter. Dieser Winkel entspricht 0,791 und so weiter Radiant. Also dürfen wir diese Zahl in unsere Tabelle hier eintragen. Ist gemacht. Das dritte Beispiel, 157 Grad sind wie viele Radiant? Der Taschenrechner muss eingestellt werden auf Output-Einheit Radiant. Gehen wir schauen. Der ist schon auf Radiant eingestellt. Ich mache wieder ein bisschen Platz hier. So. Radiant sind eingestellt. Also brauchen wir nur den Winkel 1, 5, 7, 7,5 einzutippen. Wir müssen dem Taschenrechner aber wieder sagen, dass das Grad sind. Also Optionstaste, Winkeleinheit, Grad. 157,5 Grad sind 7 Pi Achtel Radiant. Diesen Bruch können wir jetzt hier in unsere Tabelle eintragen und fertig. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Begriff, dem Kreissektor. Ein Kreissektor, das ist die Fläche, die eingeschlossen wird durch die Winkelschenkel von einem Zentriwinkel und dem eingeschlossenen Kreisbogen. Das nennt man einen Kreissektor. Sieht von oben so ein bisschen aus wie ein Kuchenstück. Frage, welcher ist denn der Flächeninhalt von solch einem Kreissektor? Um den zu bestimmen, gebrauchen wir wieder so eine kleine Tabelle zum Dreisatz. Wir wissen, dass der Flächeninhalt vom vollen Winkel ja der Kreisflächeninhalt ist, also Pi r². Bei 2 Pi Radiant ist der Flächeninhalt also Pi r². Jetzt machen wir einen ganz gewöhnlichen Dreisatz. Um von 2 Pi zu Alpha zu gelangen, gehen wir über die Einheit 1. Hier von 2 Pi zu 1 muss man also durch 2 Pi teilen. Dreisatz gemäß, also auch rechts. Pi r² geteilt durch 2 Pi, das macht r² halbe. Die 2 Pis streichen sich weg. Und jetzt, um von 1 nach Alpha zu gelangen, wird noch mit Alpha multipliziert. Dreisatz gemäß, also auch an der anderen Seite. Und so haben wir schnell herausgefunden, dass der Flächeninhalt von einem Kreissektor mit Zentriwinkel Alpha Radiant berechnet wird durch Alpha r² halbe. Das halten wir hier als Formel fest. Wir wissen also, dass man den Flächeninhalt von diesem Kreissektor so berechnen kann. A gleich Alpha mal r² halbe. Aus dieser Formel können wir noch etwas anderes schließen, indem wir dieses r² umschreiben in r mal r. Warum machen wir das? Weil wir dieses Alpha r durch etwas anderes ersetzen können. Das finden wir heraus durch diese Formel. Alpha gleich Bogenlänge geteilt durch Radius. Wenn man den Radius jetzt links rüber setzt, dann findet man, dass Alpha mal r die Bogenlänge sein muss. Dieses Alpha mal r können wir also durch L ersetzen. Ist gemacht. Und so finden wir, dass man den Flächeninhalt von einem Kreissektor auch so berechnen kann. Es ist die Länge des eingeschlossenen Kreisbogens mal Radius des Kreises geteilt durch 2. Diese Formel hier erinnert stark an
Formel zum Flächeninhalt eines Dreiecks. Das wäre ja dann die Basis mal die Höhe geteilt durch 2. Also L mal R geteilt durch 2. Aber Vorsicht, das hier, das ist kein Dreieck. Nur eben der Vergleich mit der Dreiecksformel ermöglicht es, diese Formel einfach zu behalten. Es ist die Bogenlänge mal Radius geteilt durch 2. Jetzt kommen wir nochmal auf die Idee eines Kegels zurück. Schaut mal bitte alle oben rechts zu mir hin. Ich habe hier ein kleines Kegelmodellchen. Und in solch einem Kegel sind die Abstände von allen Kreispunkten zu der Spitze da oben gleich groß. Das hier und das da und das da, diese Strecken sind alle gleich lang. Wenn man jetzt diesen Kegel entfaltet, dann sieht man hier immer noch diese Strecken, die alle gleich lang sind. Also muss die Entfaltung eines Kegels ein Kreissektor sein. Denn diese Strecken da, die entsprechen alle dem Radius von diesem Kreissektor. Um also den Flächeninhalt von der Mantelfläche eines Kegels zu berechnen, berechnet man den Flächeninhalt von diesem Kreissektor. Genau das werden wir hier machen. Um den Flächeninhalt von der Mantelfläche zu berechnen, berechnen wir den Inhalt dieses Kreissektors. Das macht man durch diese Formel. Der Flächeninhalt von diesem Kreissektor heißt hier Mantelflächeninhalt M. Das ist diese Bogenlänge, die da, mal diesen Radius, den da, geteilt durch 2. Diese Bogenlänge hier ist selbstverständlich durch die Abwicklung der Mantelfläche gleich zum Umfang dieses Kreises. Also 2π mal diesen Radius R. Der Radius von dem Kreissektor, das ist diese Schräge hier, das heißt S, geteilt durch 2. Hier können wir noch durch 2 kürzen und finden so, dass der Inhalt von der Mantelfläche eines Kegels berechnet werden kann durch Pi mal Radius der Basis des Kegels mal die Länge dieser Schrägen da. Und so können wir jetzt auch den Flächeninhalt von diesem Dach berechnen. Es ist ja die Mantelfläche von dem Kegel. Die wird also berechnet durch Pi mal R mal S. Wir kennen aber diese Maße gar nicht. Diese Maße kann man annähernd herausfinden, indem man die Maße von diesem Tor hier vorne ungefähr abschätzt. Und so kann man dann doch die Kosten der Reparatur dieses Daches ungefähr berechnen. Jetzt kommen wir noch zu Eigenschaften von ganz besonderen Winkeln. Wir wiederholen kurz die Definition eines Winkels. Zwei Halbgeraden OA und OB mit demselben Ursprung O bilden diesen Winkel Alpha, der auch so gekennzeichnet werden kann. Wobei man aber darauf achten muss, dass der mittlere Buchstabe die Winkelspitze bezeichnet. Wir kommen jetzt zu den besonderen Winkeln. Zuerst einmal die Scheitelwinkel. Zwei Geraden schneiden sich in einem Punkt und bestimmen somit in der Ebene 4 Winkel. Diese Winkel Alpha und Beta und dann noch diesen Winkel und diesen Winkel. Die so gegenüberliegenden Winkel nennt man dann Scheitelwinkel. Und anscheinend sind die Scheitelwinkel Alpha und Beta gleich groß. Um das zu beweisen, nutzen wir diesen Winkel Gamma und verstecken jetzt einen Teil dieser Zeichnung. Es ist offensichtlich, dass Alpha plus Gamma 180 Grad beträgt. Jetzt machen wir den Zeichnungsteil wieder hin und schließen hier draus, dass Alpha 180 Grad minus Gamma sein muss. Jetzt verstecken wir einen anderen Zeichnungsteil und können hier sofort erkennen, dass Beta plus Gamma 180 Grad beträgt.
Jetzt machen wir die Zeichnung wieder komplett und schließen hier draus, dass Beta 180 Grad minus Gamma ist. Aber Alpha ist auch 180 Grad minus Gamma. Also sind diese zwei Winkel gleich groß, was zu beweisen war. Kommen wir jetzt zu innere Wechselwinkel. Wir haben hier zwei parallele Geraden und diese Kante gerade AB. Diese zwei Winkel hier heißen innere Wechselwinkel. Warum? Sie liegen beide im Innern der zwei Parallelen, deshalb innere Winkel. Der Winkel Alpha, der liegt unten rechts von der geraden AB. Der Winkel Beta, der liegt oben links von der geraden AB. Alpha und Beta wechseln also die Seite der geraden AB. Deshalb nennt man sie Wechselwinkel. Insgesamt sind das also innere Wechselwinkel. Anscheinend haben die beiden inneren Wechselwinkel wieder dieselbe Öffnung. Um das zu beweisen, nehmen wir die Winkel zuerst einmal weg und konstruieren den Mittelpunkt dieser Strecke AB. Den nennen wir M, M wie Mitte. Durch diesen Punkt M ziehen wir jetzt die Strecke CD, die senkrecht zu den zwei Parallelen ist, und betrachten genauer diese zwei Dreiecke, MAC und MBD. In diesen zwei Dreiecken werden wir den Satz des Thales anwenden, da haben wir sie wieder, die Bezeichnung eines damaligen Wissenschaftlers. Der Mann hieß Thales und stammte aus Milet. Milet, das ist eine Stadt, die liegt im Westen der heutigen Türkei. In Kelmis kennt man diesen Lehrsatz eher unter Frittentüten-Lehrsatz. Wir behalten groß auf klein gleich groß auf klein gleich groß auf klein. Diesen Satz werden wir für diese zwei Dreiecke hier anwenden können. Denn zuerst einmal ist AC parallel zu BD und der Winkel AMC ist genauso groß wie der Winkel BMD, weil es ja Scheitelwinkel sind. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir dieses Dreieck AMC um diesen Punkt M um 180 Grad drehen, dann wird diese Strecke AC sich genau auf dieser geraden BD legen und dieser Winkel AMC, der wird genau hier hineinpassen, weil die zwei Winkel ja gleich groß sind. Wir dürfen hier den Satz des Thales anwenden und dieser Satz besagt dann, dass die Länge von MA geteilt durch die Länge von MB gleich sein muss zur Länge von MC geteilt durch die Länge von MD und dieser Bruch muss auch nochmal gleich sein zur Länge der Strecke AC geteilt durch die Länge der Strecke BD. So, aber der Punkt M, das ist doch die Mitte von der Strecke AB. Also ist die Strecke AM genauso lang wie die Strecke MB. Woraus wir also schließen, dass die Länge von MA geteilt durch die Länge von MB 1 sein muss. Wenn Zähler und Nenner gleich sind, dann ergibt dieser Bruch 1. Also müssen die zwei anderen Brüche hier auch gleich 1 sein, denn dieser Bruch MA auf MB, dieser da, ist ja gleich zu den Zweien da. Hier gilt also auch Zähler gleich Nenner und Zähler gleich Nenner. Daraus können wir schließen, dass die jeweiligen Seiten dieser zwei Dreiecke gleich lang sind. Und deshalb befinden wir uns in dem Kongruenzfall Seite, Seite, Seite. Diese zwei Dreiecke MAC und MBD sind also kongruent. Das hat mehrere Konsequenzen, insbesondere, dass diese zwei Winkel MAC und MBD gleich groß sind. Woraus wir also schließen können, dass die zwei Winkel Alpha und Beta gleich groß sind. Wir machen mal all diese geometrischen Konstruktionen zur besseren Übersicht weg. Zwei innere Wechselwinkel
haben also genau dieselbe Öffnung. Übrigens, dieser Winkel da, der ist auch genauso groß wie Alpha und Beta, denn dieser Winkel bildet mit Beta Scheitelwinkel. Der Winkel hier ist auch so groß wie Alpha und Beta, denn dieser Winkel bildet mit Alpha Scheitelwinkel. Jetzt kommen wir zu den Innenwinkeln eines Dreiecks. Anscheinend ist die Summe der drei Innenwinkel eines beliebigen Dreiecks immer 180 Grad. Um das zu beweisen, verlängern wir zuerst einmal die Strecke BC zur geraden BC. Durch diesen Punkt A ziehen wir die Parallele zur geraden BC. Und jetzt verlängern wir auch noch die Strecken AB und AC zu den jeweiligen Geraden. Wir haben hier die Situation, zwei parallele Geraden und diese Sekante AB. Dieser Winkel hier bildet also mit Beta innere Wechselwinkel. Deshalb ist dieser Winkel genauso groß wie Beta. Jetzt betrachten wir nochmal die zwei Parallelen, dieses Mal mit dieser Sekanten AC. Dieser Winkel da bildet mit Gamma Wechselwinkel, also sind die beiden gleich groß. Es ist offensichtlich, dass Alpha plus Beta plus Gamma 180 Grad ergibt. Zur besseren Übersicht dieser Eigenschaft machen wir die geometrischen Konstruktionen wieder weg. Eine andere wichtige Eigenschaft von Umfangs- und Zentriwinkel. Wir wissen schon, ein Zentriwinkel, das ist ein Winkel, dessen Spitze mit dem Zentrum eines Kreises übereinstimmt. Und dieser Zentriwinkel AOB, hier auch Beta genannt, schließt diesen Kreisbogen AB ein. Ein Umfangswinkel, das ist ein Winkel, dessen Spitze auf der Kreislinie liegt. Und wenn ein Umfangswinkel, wie hier ASB, denselben Kreisbogen AB einschließt wie der Zentriwinkel AOB, dann ist dieser Umfangswinkel anscheinend halb so groß wie dieser Zentriwinkel. Was also bedeutet, dass Beta zweimal Alpha sein muss. Um das zu beweisen, ziehen wir den Radius SO und verlängern ihn als Durchmesser. Dieser Durchmesser zerlegt den Winkel Alpha in zwei kleinere Winkel, Alpha 1 und Alpha 2. Derselbe Durchmesser zerlegt auch den Winkel Beta in zwei kleinere Winkel, Beta 1 und Beta 2. Wir schauen zuerst auf der linken Seite von diesem Durchmesser. Diesen Winkel hier nennen wir Alpha 1 und diesen Winkel da nennen wir Beta 1. So. Und jetzt betrachten wir genauestens dieses Dreieck AOS. Dieses Dreieck AOS ist ein gleichschenkliges Dreieck, denn die Seite SO ist der Radius des Kreises, die Seite AO aber auch. AO ist gleich R, SO auch gleich R, also ist dieses Dreieck AOS ein gleichschenkliges Dreieck. Und in jedem gleichschenkligen Dreieck gilt, dass die zwei Basiswinkel gleich groß sind. Also muss dieser Winkel hier genauso groß sein wie Alpha 1, das tragen wir ein. Es gilt aber auch in diesem Dreieck AOS, dass die Summe der drei Innenwinkel gleich 180 Grad beträgt. Also Alpha 1 plus Alpha 1 plus dieser Winkel AOS beträgt 180 Grad. Dieser Winkel AOS ist aber genau dasselbe wie der gestreckte Winkel 180 Grad minus Beta 1. Also gilt Alpha 1 plus Alpha 1, das heißt 2 Alpha 1, plus diese Winkelöffnung hier, das heißt 180 Grad minus Beta 1, ergibt 180 Grad. Die beiden 180 streichen sich weg, minus Beta 1 setzen wir noch rechts rüber und finden somit, dass Beta 1
gleich sein muss zu 2 Alpha 1. Wir machen jetzt genau dieselbe Überlegung rechts von diesem Durchmesser. Also betrachten wir jetzt das Dreieck BOS. Auf der rechten Seite in diesem Dreieck machen wir genau dieselbe Überlegung, was dann sofort führen wird zu Beta 2 gleich 2 mal Alpha 2. Beta 1 plus Beta 2 ist also gleich zu 2 Alpha 1 plus 2 Alpha 2. Und aus dieser Summe können wir dann noch die 2 ausklammern. Hier steht Beta 1 plus Beta 2. Schauen wir in der Zeichnung. Das hier ist der Winkel Beta 1. Und das da ist der Winkel Beta 2. Beta 1 plus Beta 2 ergibt also den Winkel Beta. Beta 1 plus Beta 2, das macht Beta. Diese Summe, schauen wir da, dieser Winkel hier, das ist Alpha 1. Dieser Winkel da, das ist Alpha 2. Alpha 1 plus Alpha 2 ergibt also den Winkel Alpha. Diese Summe, das ist Beta, und diese Summe, das ist Alpha. Also ist Beta genau doppelt so groß wie Alpha. Was wir hier sofort als wichtige Eigenschaft festhalten, auch hier machen wir all die geometrischen Konstruktionen zur besseren Übersicht weg. Wenn also ein Zentriwinkel Beta genau denselben Kreisbogen AB einschließt wie irgendein Umfangswinkel, dann ist dieser Zentriwinkel genau doppelt so groß wie dieser Umfangswinkel. Wichtige Erkenntnis, die mehrere Konsequenzen hat, insbesondere diese beiden, die jetzt folgen. Die erste Konsequenz ist, dieser Umfangswinkel schließt diesen Kreisbogen AB ein. Dieser Zentriwinkel schließt genau denselben Kreisbogen ein, also muss der doppelt so groß sein wie dieser Umfangswinkel. Aber dieser Umfangswinkel, der ist auch halb so groß wie dieser Zentriwinkel. Der da auch, der da auch, der da auch. Also da all diese Umfangswinkel die Hälfte von diesem Zentriwinkel sind, müssen die alle gleich groß sein. All diese Umfangswinkel Alpha haben genau dieselbe Öffnung. Eine zweite wichtige Konsequenz ist diese hier. Wenn wir als Zentriwinkel einen Winkel nehmen, der einen Halbkreisbogen einschließt, dann muss dieser Zentriwinkel 180 Grad betragen. Und jeder Umfangswinkel, der denselben Halbkreisbogen einschließt, muss durch diese Eigenschaft die Hälfte von 180 Grad betragen, also 90 Grad. Zusammengefasst bedeutet das, wenn man einen beliebigen Punkt einer Kreislinie mit den zwei Enden eines Durchmessers verbindet, dann erhält man immer einen rechten Winkel. In der Animation hier schön zu sehen. Diesen Lehrsatz nennt man in Deutschland den Satz des Thales. Aber nur in Deutschland. Unseren Satz des Thales, unseren Frittentüten-Lehrsatz, nennt man in Deutschland den Strahlensatz. Jetzt machen wir hier mal alle Kontrollkästchen weg und haben eine schöne Übersicht über all diese wichtigen Eigenschaften von besonderen Winkeln. Soweit zum Thema Winkel und Kreis.